willkommen an diesem besonderen Tag zusammen zum Ordinationsgottesdienst und zur Pfarrereinführung. Ein ganz besonderer Tag für zwei Menschen. Der Bruder Thomas hier vorne und Bruder James Croft. Ich beseite mit den beiden, die vorstellen und dann auch Fragen gefragt werden. Mitwirken ist Bischof Paul Groth von den USA, selbst Diakone Pressbilder und Jessica Meyer, die dort um die Rolle spielen. Wir kommen zu euch beiden. Bitte. Hochwürdiger Vater in Christus, ich stelle dir diesen Mann, Bruder Thomas, vor, dass er zum Diakonat zugelassen werde. Sieh zu, dass dieser Mann, den du vorstellst, durch seine Gelehrsamkeit und gottesfürchtige Rede fähig und geeignet ist, seinen Dienst recht auszuüben, zu dem Gottes zu erweisen. Ich habe Erkundigungen angestellt und habe ihn geprüft und halte ihn für hierzu fähig und geeignet. Brüder und Schwester, vielleicht einer von euch kennt, ist von einem Hindernis oder erheblichen Fehler irgendeines des beiden Daten weiß, aufgrund dessen er nicht zum Diakonenamt zugelassen werden sollte, möge er oder sie unter uns im Namen Gottes erheben, oder das Hindernis aus. Allmächtiger Gott, vor dir sind alle Herzen offen. Du kennst alle Sinnen und Arten, und kein Geheimnis ist dir verborgen. Reinige die Gedanken unserer Herzen durch das Wirken deines Heiligen Geistes, damit wir dich vollkommen lieben und deinen heiligen Namen recht verherrlichen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Allmächtiger
ewiger Gott, wir bitten dich, leite und heilige und regiere unser Wollen und Tun, dass wir in deinen Gesetzen wandeln und nach deinen Geboten handeln, damit wir durch deine Allmacht an Leib und Seele bewahrt werden, jetzt und alle Zeit, durch unseren Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, eine große Lücken aus Antiochia. Sie ließen sich vor die Apostel hintreten und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Zahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Wort des lebendigen Gottes. Wir schlagen auf den Psalm 84 und lesen ihn im Wechsel. Im Gebetbuch steht er auf Seite 329 Gebet. Im Gebetbuch 329 und im Gesangbuch, wer ein Gesangbuch hat, das ist die Nummer 734 in diesem Gesangbuch. 734 im Gesangbuch. Im Gebetbuch 329. Wir lesen den Wechsel. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Mein Leib und Seele freuen sich in den lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und schaut ein Nest für die Regierung. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wo liegen
die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Vor den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühlingen blüht es im Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den Abend auf die Zion. Herr Gott Sebaoth, höre mein Gebet. Erwende es Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch. Sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen in den Frommen. Der Herr Zebaoth, wohl den Menschen, der sich auf dich verlässt. Ich sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. To execute the office of deacon in the church of God. Now,
meine Vollmacht, das Evangelium der Kirche in Gottes zu verlesen, es zu predigen, als es der Bischof selbst wünscht. Das Joch. Gesagt hast, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das Zeichen des Kreuzes, das ihr in der Gemeinschaft verkündet, das Kreuz da mit allem, was ihr euch erfüllt. Empfange den Ring zusammen mit dem Kreuz als Insignien, dass du mit Christus verbunden, verlobt bist, und weil du den Ring als Zeichen, dass du mit der Gemeinschaft verbunden bist, in deinem Schlepper bist geworden, und dass du mit der Kirche Christi verbunden bist. Und weil du ihn auch gleichzeitig als Zeichen, als Prior, und zwar als untergeordneter Prior, Lesung aus dem Heiligen Evangelium des Lukas, Kapitel 12. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampe brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, die auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sich am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus würde uns ordnungsgemäß
bestätigt, dass du zum heiligen Dienst in der Kirche Christi ordiniert wurdest und nun den Wunsch hast, den Dienst eines Presbyters in dieser Kirche auszuüben. Hältst du dich von Herzen, gemäß dem Willen unseres Herrn Jesus Christus, im Kirchenrecht dieser Kirche zum amtlichen Dienst eines Presbyters gerufen? Ja. Bist du überzeugt, dass die Heilige Schrift alle Lehre enthält, die für das ewige Heil durch den Glauben an Jesus Christus notwendig ist? Bist du entschlossen, die Menschen, die deine Hoffnung anvertraut werden, auf der Heiligen Schrift zu unterweisen und nichts als notwendig zum Heil zu lehren, als das, von dem du überzeugt bist, dass es auf der Heiligen Schrift geschlossen und gewiesen wird? Ja, ich bin davon überzeugt. Wirst du dann treu Sorgfalt darauf verwenden, Lehre, Sakrament und Kirchentum stets so zu verwalten, wie der Herr sie befohlen und diese Kirche sie empfangen hat, gemäß den Geboten Gottes, sodass du die Menschen, die deiner Obhut und Seelsorge anvertraut sind, lehrst, die Gebote Gottes gewissenhaft zu halten und zu bewahren? Ja, das werde ich dieses Herrn. Bist du bereit, aller treuer Sorgfalt, was der Kirche sämtliche Ehren und fremden Lehren, die dem Wort Gottes entgegenstehen, zu verbannen und zu vertreiben und öffentliche wie persönliche Mahnungen und Ermahnungen zu geben, sowohl für die Kranken wie für die Gesunden in deiner Seelsorge, wo immer es erforderlich ist und sich Gelegenheit bietet? Ja, das bin ich so wahr, Herr. Wirst du gewissenhaft sein, Gebet? Und im Lesen der Heiligen Schrift und in allem, was zu verstehen, derselben hilfreich ist und alle weltlichen und fleischlichen Bemühungen als eine Liebe. Ja, darum werde ich mich bemühen, zu warten in der Welt. Wirst du gewissenhaft dein Leben, das Leben deiner Familie gemäß der Liebe Christi gestalten und sowohl dich selbst als auch deine Familie so viel an dir liegt, zu heilsamen Vorbildern und guten Beispielen. Ja, es sind Menschen, die weisen, so wahr in den Erden. Wirst du, soweit es an dir liegt, Ruhe, Friede und Liebe unter allen Christen erhalten und fördern, insbesondere bei denen, die deiner Hoffnung anvertraut sind, das sein wird? Ja, das werde ich, so wahr in den Erden. Wirst du ehrfürchtig deinen Bischof von anderen Leiden, Geistern und dieser Kirche, deren Obhut und kirchenrechtliche Aufsicht und Anvertrauen wirst gehorchen, indem du dich gern und bereitwillig mit gottesfürchtigen Ermahnungen und Vorteilen unterordnest. Ja, das werde ich so wahr, meine Herren. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Vater unser, verheilige dich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Allbarmherziger Vater, wir bitten dich auf diesen Namen.
take thou authority to execute the office of a presbyter in this church, to which we have before already given. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Danke, Wolfgang. Durch die Aufregung unserer Hände, das Amt eines Presbyters in der Kirche Christi aufzunehmen, nachdem wir schon im Dienst in seiner Kirche eingesetzt wurden. Sei nun ein treuer Verwalter des Wortes Gottes und seine heiligen Sakramente im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir setzen den Abendmahl fest. Wir singen das nicänische Bekenntnis, wie ein Gebetbuch hat. Ist das die Seite 504? Wir glauben an den Einen Gott.
nächsten Mittwoch ist keine Bibelstunde, aber am Donnerstag ist wieder Bibelstunde im Wintergarten bei uns. Wir wollen machen wir Gebet und die Natur bedanken wir für eine Fortsetzung. Das vielleicht alle, die hungrig sind, Wort Gottes zu studieren und aufzunehmen, zu verdauen und auch zu verarbeiten. Ja. In den Herzen, die ich schon gesehen habe. Wir werden an einem kurzen Lied eine Predigt in Englisch hören und in Deutsch übersetzt. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Das Lied, was wir hier singen, die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christus. Leider sind es nicht die angeschlagenen Erde, die wir morgen vor dir stehen, sondern das ist die Nummer 264. Dazu steht mal auf. The Church is one foundation in English. Die Kirche steht die Kirche allein auf die Sinn. Sind wir alle drei Sprung? Thank you.
Paul's awareness of his apostolic ministry. In diesen Versen schreiben wir, in diesen Versen finden wir das Bewusstsein des Heiligen Paulus für den apostolischen Dienst, sein Verständnis. He declares his understanding of the task Christ gave to his apostles. Beschreibt dann einfach, wie den durch den Heiligen Geist inspiriert, den apostolischen Dienst versteht. Den Dienst, den Christus seinen Aposteln gegeben hat. He describes this task with verse 2. Beschreibt diesen Dienst in dem Vers 2, den ich gerade gelesen habe. This is the language that reminds us of Eliezer, the servant of David. Die Sprache, die hier verwendet, erinnert uns an eine Begebenheit aus dem Leben des Patriarchen Abraham. Eliezer was a faithful servant whom Abraham sent to find Rebecca, the wife of Isaac. Abraham hatte einen treuen Knecht, Eliezer, und den sandte er aus, um eine Frau zu finden für seinen Sohn, Isaac. The story is in Genesis 17. Das lesen wir in Genesis 17. And Eliezer was the servant protector for the bride. Eliezer hatte also das Schutz und den Dienst der Braut. Eliezer hatte also die Aufgabe, die Braut zu finden und zu beschützen. He also was the friend of the groom. Er war auch so etwas wie der Trauzeuge. He also was the servant of the father. Außerdem war er der Diener des Vaters. And his job was to find the bride and the one. Seine Aufgabe war es erstens. Number two, to take the bride to the bridegroom, her husband. Zweitens, die Braut zum Bräutigam zu finden, zu führen. And number three, to protect for her needs. Drittens, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. And keep her safe until the marriage was completed. So lange zu bewahren, zu
16 through 20. Und die Worte, die der Bräutigam, also Trauzeugen richten würde, sind sehr ähnlich denen, die ebenfalls im Johannes-Evangelium eintritt, später, 15, 16 bis 20. Dort sagt Jesus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu stimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Das wollen wir. Dann wird euch der Vater alles geben, was ihr in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch das Eigentum geben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festgehalten. Later, Jesus is taken to the cross. Später, Jesus ins Kreuz geht. He's laid in the tomb. Sins you remit